Ja, Schadenstrank machen wir gleich. Ich muss jetzt, schätze, dass ich so den Schadenstrank nehmen, ja, aber mache ich, wie gesagt, erst nachdem ich die Mechanik drin habe. Ich darf keinen anderen treffen, außer den einen. Du hast dich. Dich kann ich mal eben nehmen. Gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Scheiße. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann angestoßen, Hexer. Scheiße. Komm, komm, komm. Glaubst du wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst? So, jetzt wird der nächste aktiviert. Scheiße! Leblos und langweilig, wie ein Felsbrocken an der Straße. Komm, komm, komm. Ich brauche die Verlangsamung nicht. Ich kriege das auch so hin. Nein, 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 nein. Warum muss er jetzt den Schlag ändern? Verlieren wir die Nerven. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Weg, weg, weg! Boah, ich fasse es nicht. Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Ja.
Nein, 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 nein! Ich hab doch irgendwas... Moment, wir müssen jetzt ganz kurz mal ein paar Tränke einschmeißen. Und zwar einmal... muss ich den weißen Honig nehmen. Dadurch verliere ich zwar den kritischen Bonus, aber scheiß drauf. Dafür darf ich... dafür kann ich jetzt mal eben... Wo ist er, wo ist er? Babababab, babab. Getöge, bla bla bla. Hier, alle Erzeugnisse können nochmal verwendet werden. Du hast dich mit einem gelassen, Hexer. Weg, weg, weg! Oh, mein Schwert ist schon wieder beschädigt. Ohne Kack, wir sind schon so lange in diesem Scheißhaus drin, dass ich das Schwert schon das zweite Mal reparieren muss. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Das ist neu. Nein! Der Tod wird ein Traum sein. Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst. Nein, das war der einfache! Geh weg! Moment, wenn die Schwalbe... Nein, nein, nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich hab noch normale Schwalben. Müsste ich jedenfalls haben. Das ist zwar nicht viel, aber was soll's. Ich muss das mal eben tauschen, damit ich den Trank auch so nehmen kann. Nein, nein, nein. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Essen kann man nicht mal im Kampf nehmen. Nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Glaube ich. Also jedenfalls Essen kannst du knicken. Da kriegst du nichts raus. Verlieren wir die Nerven. Leb wohl.
zu spät, sie zu erleben. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Verlieren wir die Nerven. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. So eine Kacke. Wo ist es? Dich will ich haben. Dich nehme ich jetzt so schon mal. Dich tausche ich mal eben aus. Habe ich noch genug? Quenchschild aktivieren, das ist doof. Teil der Angriff für unser Schaden wird auf ihn reflektiert. Nein. Ah, ich bin schon sehr vergiftet. Egal. Nein, das ist doch nicht wahr! Ich kann das Spiel nicht wechseln, solange ich den Abschnitt nicht fertig habe. Das ist nicht dein Tag. So, geh mal eben weg. So, den für die Erhöhung auf kritische Treffer. Nein, nicht die Armbrust. Nimm mal eben noch die normale Schwalbe hier. Ach, ich wollte das Schwert jetzt schon mal reparieren, sonst hänge ich mich nachher hier drin.
leblos und langweilig wie ein Felsbrocken auf der Straße. Der Tod wird mir vertraut sein. Komm schon, komm näher. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. So alt wird ein Hexer wie ihr Wicht. Na komm schon! Glücklich bis an dein Weg, weg, weg! Der Angriff mit dem Drehen ist aber sehr, sehr effektiv. Ja, wie geil ist das denn? Du hast dich mit einem gefährlichen Hexer. So, jetzt sind wir am letzten dran. Ich hoffe, der lernt jetzt nicht nochmal irgendwas. Der Himmel weint. Leblos und langweilig wie ein Felsberg an der Straße. Doch, er hat nochmal neue Sachen gelernt. Bald wird ein Hexer geerdigt. Der Himmel weint. Ja! Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht.
Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Bild auf mein Grab legtest, dachte ich an meinen Hochzeitstag. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind, Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er? Und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Olgierd geht es gut, gesundheitlich jedenfalls. Er war immer gesund wie ein Ochse und hat jeden Ärger unbeschadet überstanden. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Lass los, Geist. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden, aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierds Brief nie gelesen.
Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, erleidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everick. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Ja, schön. Da haben wir das auch abgeschlossen. Und ich würde jetzt den im Break machen, erstmal von der Aufnahme. Und wir werden dann nächstes Mal Olgierts Kontaktmann treffen. Und ich glaube schon relativ nah ans Ende des DLCs kommen. 3 Aufgaben erfüllt. Sieht nach Regen aus. Ja, nicht nur nach Regen. Wir kommen auch nicht durch das Tor durch. Aber es gibt ja Löcher. So, in dem Sinne bis zur nächsten Aufnahme auf YouTube. Erstmal tschüle.